Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er zum Eigentum erwählt hat. Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Einen wunderschönen August-Samstag für Sie, für euch alle. Morgen ist in unserer Kirche der Israel-Sonntag. Den Namen hat der Sonntag morgen erst seit ein paar Jahrzehnten. Allerdings ist an diesem Sonntag schon jahrhundertelang an das Volk Israel gedacht worden. Bis zum Zweiten Weltkrieg allerdings so: Das Volk Israel wurde als warnendes Beispiel für die Christenheit geschildert. Seht her, so kann man aus der Gnade Gottes fallen. Nach dem Holocaust und dem Schock, den wir in beiden Kirchen dann allmählich zu spüren begonnen haben, da begann ein Lernprozess. Und wir haben begonnen neu zu sehen, Gott hat Israel nicht verstoßen. Er hat dem Volk Israel nicht die Treue aufgekündigt. Gott ist bei seinem ersten Volk auch da, wo es verachtet worden ist und gelitten hat. Seitdem wird am Israel-Sonntag nachgedacht über das Verhältnis von Christen und Juden, von Israel und Kirche. Und das ist gut und nötig in einer Gesellschaft in Deutschland heute, in der es nicht nur offenen Antisemitismus gibt, sondern sich die Zahl der judenfeindlichen Straftaten seit Jahren steigt. Und es gibt Antisemitismus gleich dreimal, als rechtsextremen Antisemitismus, als islamischen Antisemitismus und als linksextremen Antisemitismus. Da ist es gut, wenn die evangelische und die katholische Kirche sich an die Seite der jüdischen Menschen stellen. Ich in meinem Leben habe vieles verstehen gelernt. Aber warum es Leute gibt, die Juden hassen, das habe ich noch nie verstehen können. Ein Studienjahr habe ich in Jerusalem gelebt und mit jüdischen Menschen gelebt, mit richtigen Menschen. Also der Antisemitismus ist für mich nicht zugänglich, oder ist das einfach nur der Neid und das Ressentiment, weil dieses Volk einfach so viele kluge Köpfe, Denkerinnen und Künstlerinnen hervorgebracht hat? Die Zahl der jüdischen Nobelpreisträger ist jedenfalls überproportional hoch, deutlich überproportional, berechnet auf das kleine Volk. Aber wenn Neid und Ressentiment die Wurzel der Judenfeindschaft sind, Neid und Ressentiment lassen jeden schlecht aussehen, der davon infiziert ist. Lassen wir das. Ich wünsche uns einen kreativen Israel-Sonntag 2023. Wir beten. Heiliger Gott Israels, du bist Gott allein. Bis heute hältst du die Treue deinem Volk. Bis heute stehst du zu deinen Verheißungen. Bis heute ist dir Israel kostbar wie dein Augapfel. Wir haben das lange nicht sehen wollen. Wir hatten gelernt, wir seien an Israels Stelle getreten und deine Liebe gelte nur noch uns. Gott, vergib uns unsere Blindheit und unsere Selbstgerechtigkeit. Segne du die Anfänge neuen Verstehens. Lass uns nie mehr die gemeinsame Wurzel vergessen, das Bekenntnis zu dir, das Hören auf dein Wort, die Teilhabe an deinem Segen. Lass uns Israels Eigenständigkeit achten und lehre uns eine Geschwisterlichkeit, die aus deiner Treue lebt. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.